Rennrad-Grundlagenwoche auf Mallorca. Der siebte und letzte Tag. Der letzte Tag hier auf Mallorca. Es ging in die Berge über 130 Kilometer und 2154 Höhenmeter nach Sacalobra. Es ging über den Putsch de San Miguel rüber nach Selva. Die Ortschaft hat ca. 4000 Einwohner und liegt am Fuße des Tramuntana-Gebirges. Von hier oben ging es dann runter bis auf Meereshöhe nach Sacalobra, was auf Deutsch heißt die Natter. Ja, der Name Natter, der passt wie die Faust aufs Auge. Warum, das seht ihr dann später, wenn wir die Serpentin runterfahren. Was hat sie denn noch gesagt? Wegen den Rädern. Also sie hat gesagt, es ist besten wir vor 18 Uhr zurückkommen. Seit gerade haben wir uns so vor. Hier beginnt der Anstieg in die Serra de Tramuntana. Tramuntana heißt im Katalanischen der Norden auf der Windrose. Ja, das bezieht sich nicht nur auf die Lage des Gebirgszuges im Nordwesten Mallorcas, sondern auch auf den kühlen Nordwind, der von dort über die Berge weht. Das Gebirge umfasst knapp 50 Gipfel, die über 1000 Meter den Meeresspiegel überragen. Hier, hopp, hopp, hopp. Das ist ja von 100 Meter, komm! Er hat 80 Meter auf Wasser. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schöner Rhythmus, Angela. Angela, wie geht's denn dir? Ja, noch geht's, ja. Ne? Gut gegessen heute? Ja, ordentlich. Schön. Noch habe ich ein bisschen Kraft. Mal gucken, wie lange noch. Bis oben zur Tankstelle. Na gut. Und dann können wir da ja was essen. Okay. Da gibt's so einen Kakao, der so eine puddingartige Konsistenz hat. Mega. Ja, dann. Hör mal, damit fliegst du Sacalobra hoch. Sozusagen. Und wieder runter, ne? Runter auch. Runter geht noch besser.
Ja? Ja. Jo, bis gleich. Bis gleich. Geht's über den San Brexanova und wenn man hier dieses Felstor passiert hat, hat man den ersten Teil des Anstieges geschafft. Ab hier sind es noch circa 1,6 bis 1,8 Kilometer bis zur kultigen Tankstelle, wo sich alle Radsportler treffen, die diesen Pass nach Sacalobra fahren. Die berühmte Tankstelle am Col de Zapataya. Hier auftanken. Ja, neben der Tankstelle gibt es ja eine Goldgrube, ein Café mit sehr leckerem Mandelkuchen und man hat von dort auch einen grandiosen Ausblick von der Terrasse aus. Allerdings ist es hier immer sehr, sehr voll. Ihr seht es ist ja sehr, sehr neblig, sehr kühl, aber Christoph hat uns versprochen, ab 12 Uhr kommt die Sonne raus. Und wir haben es, ja, 10 vor 12. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Haben wir schon 12 Uhr? Wahnsinn, ey. Ah, gleich 10 Grad wärmer. Ja, ein Hoch auf Christoph. Um Punkt 12 Uhr kam tatsächlich die Sonne raus. Für einen kurzen Moment. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there, I'm glad that you asked me. I think it's different for everyone. Ja, genau. Nur für Gordo. Gordo, was ist dich? Every day. Jetzt geht es noch ca. 2 Kilometer hoch zum Col del Ciris. Auf knapp 680 Metern Höhe von dort an ging es dann runter auf Meereshöhe. 10 Kilometer Abfahrt nach Sacalobra. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days. Ja. Ja. Knapp 10 Kilometer. Was wir hier runterfahren, müssen wir auch wieder hochfahren. Ja, es geht über 12 Haarnadelkurven runter nach Sacalobra. Ein Durchschnittsgefälle von 7%. Im oberen Teil sind es 10%, die wir dann auch wieder hoch müssen. 1932 baute der italienische Ingenieur Antonio Paretti diese kurvenreiche Straße. Zuvor war die Ortschaft nur über den Seeweg erreichbar.
Damals lebten hier 32 Einwohner, heute sind es 72. Ja, und es kommen hier jährlich über 30.000 Touristen in die Ortschaft. Ja, hier gibt es eine sehr, sehr atemberaubende Felsschlucht, die Torrent de Paris. Die erreicht man nur zu Fuß über einen Tunnel. Und am anderen Ende erwartet einen dann eine sehr, sehr eindrucksvolle Schlucht, eine Bucht mit Kieselstrand und rechts und links sehr, sehr hohen Felsen und türkisblauem Wasser. I'm gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. Geht es durch einen atemberaubenden Felsspalt, den Passo della Rocca. So, wann kommt das Schiff nochmal?
Weiß einer von euch, warum diese Straße hier runter gebaut wurde? Doch nicht für diese drei Häuser hier. Ja, die Straße wurde tatsächlich für den Tourismus gebaut. 1905 wurde der Tourismusförderverband Fomento del Turismo de Mallorca gegründet, der den Bau von Straßen in der Serra de Tramuntana unterstützte. Für den Bau 1932 wurden 31.000 Kubikmeter Felsen abgetragen und anschließend teilseitig und an den Dammstrecken wieder eingebaut. Nach einem Käsekuchen und einem Cappuccino ging es dann die Serpentinstraße nach oben, 10 Kilometer Länge auf 681 Metern Höhe. Es ging wieder runter ans Meer durch Alcudia über die Küstenstraße nach Campicafor zu unserem Hotel. Sehr, sehr stark.
gleich eine 270-Grad-Kurve. Da führt halt die eigene Straße, führt halt unter sich selbst hindurch. Ja, sieht halt aus wie ein Krawattenknoten. Deshalb nennt man es auch Nus di Sacorbata. Sehr schön zu sehen, wie tief hier die Wolken hängen. Schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, geil. Aber war nicht, also ich hatte nicht mehr die Power, um voll ranzugehen. Okay. Die habe ich schon beim ersten Anstieg. War schon mit dem Gegenwind, das war schon. Harry, ich hätte jetzt bestimmt mit 40er Kadenz. Das war schon so der. Ja, es war, wenn du mit leicht bist gegangen. Hinter. Wir sind eines der berühmtesten Bergpässe in Europa gefahren. Sehr, sehr geil. Meine Teil war noch ziemlich fit und ich wäre auch gerne noch Kap Formentor gefahren, hätte noch mit dran gehangen, wenn es zeitlich gepasst hätte. Um 18 Uhr musste ich halt nur mein Leihrad abgeben. Von daher hat es zeitlich leider nicht mehr hingehauen.
hier noch die Tourdaten von heute. 130,04 Kilometer. Ja, Schalker können das. Höhenmeter 2154, reine Fahrzeit 5 Stunden 25. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 24 km/h. Die maximale Geschwindigkeit 66,5 bei 14 Grad Außentemperatur. Ja, geil! Eine Woche, keiner hat sich lang gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Sehr, sehr stolz. Sehr schön. Danke, mein Junge. Sehr, sehr gut. Gut gefahren, gut geführt, gut geplant. Schön. Das fand ich mal umso mehr, wenn es keine eine Woche lang keiner ist zu Schaden gekommen. Keiner hat eine Schürfwunde. Stich in die gute Suppe. So. Ja, am Abreisetag kam natürlich die Sonne raus. Wann auch sonst. Egal, trotz des bescheidenen Wetters hier in der Woche, wo wir auf Mallorca waren, war es doch eine super Zeit, hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. War auch eine super coole Truppe hier, organisiert von den Edelhelfern. Ja, in den 7 Tagen bin ich insgesamt 825 Kilometer gefahren, habe 9.369 Höhenmeter überwunden, ja, und auf dem Bike saß ich insgesamt 34 Stunden und 10 Minuten. Ja, zurück in Deutschland, auch hier trifft man den ein oder anderen mal aus der Mallorca-Truppe. Einigen aus der Truppe war ich bereits bei der RTF in Waltrop am Start. Mit Anja war ich mit dem Mountainbike unterwegs. Wir sind hier über die Halden gefahren. Die Angela, den Martin, den Sascha, den Christoph, die sehe ich öfters mal beim Afterwork Ride. Richtung Osten starten, dann Menorca vorbei Richtung französische Küste. Flugzeit heute 2 Stunden. Und mein Kollege wird sich gleich das nochmal Der findet im Übrigen jeden Dienstag statt, um 19 Uhr vor dem Bikeshop der Edelhelfer in Recklinghausen. Ja, ich hoffe, euch haben meine Eindrücke hier aus Mallorca gefallen. Ab nächste Woche gibt es dann wieder mehr Mountainbike-Content. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.